Der Stadtteil Vohwinkel ist der westlichste Stadtteil Wuppertals und zeichnet sich schon früh als Handels- und Transportzentrum der Stadt aus. Dieses Wohnangebot in Verbindung mit der Nähe zu Düsseldorf macht den Standort vor allem für Pendler sehr attraktiv. Auch Bahnfahrer finden mit dem zentral gelegenen Bahnhof am Lienhardtplatz gute Anbindungen in Richtungen Rheinland, Solingen, Velbert, Essen und Dortmund. Ein Bauwerk der Verkehrstechnik spielt für Vohwinkel eine zentrale Rolle: die Schwebebahn. Während die Schwebebahn in den östlich gelegenen Stadtteilen meist über dem Lauf der Wupper geführt wird, verläuft ihre Strecke ab Sonnborn bis zur Endhaltestelle in Vohwinkel oberhalb der wichtigsten Straße. Der alljährliche Flohmarkt nutzt diese beeindruckende Kulisse. Mit historischen Villen und vielen Wohnsiedlungen jüngeren Datums in den Außenbezirken bietet Vohwinkel heute vor allem für Familien ein breites Angebot an attraktiven Immobilien. Im Gegensatz zu den Villenvierteln in Barmen und Elberfeld, die von großzügigen Anwesen ehemaliger industrieller Familien geprägt sind, ist das Angebot an Häusern in Vohwinkel differenzierter. In den Straßenzügen von Schliefenstraße, Werderstraße und Steinmetzstraße werden die Liebhaber klassischer Villen, ähnlich wie im Zooviertel in Elberfeld, durchaus fündig. Diese Straßen zeigen auch die ältesten Wohnhäuser im Westen Wuppertals. Folgt man der Route weiter nach Westen, über die Ehrenhainstraße in Richtung Roßkamper Höhe, finden sich hier viele Einfamilienhäuser, die in den 1930er bis 1950er Jahren gebaut wurden. Hier gibt es eine Vielzahl von Wohnangeboten für Familien. Ähnlich verhält es sich mit dem anschließenden Wohngebiet von Ittertaler Straße, Schimmelweg und Rappenweg. Hier wurden in den 1970er Jahren Bungalows errichtet, die meistens auch über große Gärten verfügen. Ein klassisches Siedlungsgebiet wurde bereits in den 1920er Jahren mit der Siedlungsgemeinschaft Bremkamp erschlossen. Die Siedlungshäuser mit ihren außergewöhnlichen Ausblicken bis in die rheinische Ebene sind heute heiß begehrt. Als eines der jüngsten Wohngebiete wurde in den 1990er Jahren das Vohwinkler Feld unterhalb der Waldkampfbahn im Norden Vohwinkels erschlossen. Dieses Gebiet weist eine gemischte Bebauung aus, in der auch Mehrfamilienhäuser ihren Platz gefunden haben. Insgesamt lässt sich festhalten, dass kein anderer Stadtteil Wuppertals diese Vielfalt an Einfamilienhäusern bereithält und damit vor allem für Familien mit Kindern als ideales Areal für den Kauf des zukünftigen Familiensitzes bestens geeignet ist.